Hallo Leute, heute ein kleiner Kurztipp aus meinem Garten zum Thema Malen mit Licht. Wir machen sogenannte Lichtkuppelbilder. Ich weiß nichts Neues, aber vielleicht für den einen oder anderen doch ganz interessant bzw. ein neuer Ansatz. Dazu brauchen wir Utensilien, die es für ganz wenig Geld gibt bzw. man basteln kann. In dem Fall ein Stück Karton mit ca. 50 cm Durchmesser rund ausgeschnitten, eine Christbaum-LED-Lichterkette, die man einfach mit Klebeband daran befestigt, eine Gewindestange mit ca. 40 cm Länge, um das ganze Rad zu befestigen. So, das machen wir mal. Und wenn es dunkel ist, brauchen wir das Ding eigentlich nur auf den Boden stellen und einmal um die eigene Achse drehen. Dabei entstehen dann sogenannte Lichtkuppeln und ganz tolle Lichtgebilde. Zur Kameraeinstellung: Wir werden hier mit sehr langer Verschlusszeit arbeiten. Okay, Leute. Das ist jetzt unser Rad. Wir haben die Lichter eingeschaltet. Und das Einzige, was wir eigentlich machen, ist, dass wir sie einmal rund um die eigene Achse drehen. Und dabei zeichnet uns dieses Licht, diese Lichtspielereien und Lichtkuppeln. Das ist eigentlich alles. So, jetzt machen wir unser Bild. Lösen aus. Wir erhöhen jetzt einfach nur die Belichtungszeit auf, in dem Fall 20, 25 Sekunden und machen einfach statt ein Kuppelbild 2, 3.